Wie immer der Hinweis, äh, die Veranstaltung wird aufgezeichnet, wir haben es jetzt mehrfach äh, genannt, David auch gerade nochmal, danke dafür. Ähm, wer also nicht damit einverstanden ist, dass ähm, beispielsweise Namen hier erkennbar sind, äh, der sollte sich äh, anonymisiert praktisch einwählen, ähm, ja, das nochmal als Hinweis hiermit eingeblendet. Gut, gehen wir in das Thema Resilienzmanagement versus integrierte Managementsysteme, darum werden wir ähm, uns jetzt in der folgenden Treffelstunde ähm, ja, beschäftigen damit. Ähm, es geht darum, können, kann Resilienz eigentlich gemanagt werden und was haben integrierte Managementsysteme am Ende damit zu tun? Wie können wir also integrierte Managementsysteme nutzen, um Resilienz zu schaffen? Mein Name ist Paul Schürmann. Ich bin ähm, Sicherheitsberater bei der High Solutions seit äh, mittlerweile mehr als viereinhalb Jahren. Meine Schwerpunkte liegen ähnlich wie äh, bei Herrn Lehmann: ähm, Business Continuity Management, Krisenmanagement. Ähm, ich bin zum Teil auch unterwegs in ähm, Kriseneinsätzen, wenn also Kunden Cybervorfälle ähm, haben bei sich, äh, gehe ich als Krisenmanager mit, der, mit hinein. Ähm, ansonsten intern, ähm, bin ich im internen Kontrollsystem. Um, was so ein Schnittstellenthema ist, was ein bisschen rausfällt aus diesem Schwerpunkt, um, was aber interessant ist bei dem Thema, wie können weitere Managementsysteme hinzugefügt werden, was sind Schnittstellenthemen? Um, da sieht man also eine gewisse Brandbreite äh bei mir, um, weswegen ich bei diesem Thema um, auch reinstarten werde zu den integrierten Managementsystemen. Die Agenda für den heutigen Vortrag sieht wie folgt aus. Wir werden uns ähm, nochmal mit der Begriffsbestimmung, die wir gerade eben im Vortrag hatten, auseinandersetzen, ähm, aber mehr in Bezug auf dieses Thema von heute, von integrierten Management-System. Also Resilienz als erstes, integrierte Management-System als zweites, was ist das eigentlich und wie können diese angewendet werden? Und dann führen wir die beiden Themen nochmal zusammen, die beiden Themenkomplexe. Was hat das eine also mit dem anderen zu tun und was kann man dafür tun, um Resilienz zu schaffen mittels integrierter Managementsysteme. Starten wir hinein. Wir hatten gerade eben schon die psychologische Perspektive gesehen, die aufgeworfen werden kann in Bezug auf die Resilienz. Dabei geht es darum, wie widerstandsfähig ähm, und anpassungsfähig ist eigentlich ein Mensch gegenüber den wideren Einflüssen, die von außen oder von innen auf ihn wirken. Und ähm, die Resilienz setzt sich dabei für die Psychologen und für die Psychologie aus mehreren Resilienzfaktoren zusammen. Die Resilienzfaktoren sind hier auf der Folie einmal abgebildet. Es handelt sich hierbei um, die, um den Resilience Scale for Adults, den RSA, und einige Resilienzfaktoren mehr. Aber so könnte das aussehen, wenn Psychologen versuchen zu bewerten, wie resilient ist ein, ein Mensch auf seine äußere Umgebung, auf bestimmte Stressoren. Und wenn man nun die Ausprägungen dazu nimmt, die sich ähm, dort einstellen können, könnte es beispielsweise so aussehen. Beispielsweise äh, eine hohe soziale Kompetenz bei einem Menschen, ähm, eine hohe persönliche Kompetenz, aber gewisse Schwächen, beispielsweise bei dem Thema der sozialen Unterstützung. Ähm, oder auch Eigenschaften wie Optimismus. Wie optimistisch schaut man in die Zukunft? Diese ähm, Ausprägung, die oder die weniger ausgeprägten Eigenschaften, Resilienzfaktoren, bestimmt dabei, wie anfällig ist jemand. Also das Gesamtbild ergibt am Ende die Resilienz. Man hat also bestimmte Angriffsflächen für Stressoren, die auf diese ähm, ja, auf diesen Menschen einwirken können und die dazu führen können, dass er am Ende dann doch nicht resilient ist, obwohl er Ausprägungen hat, bei denen er sehr, 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 sehr resilient wirkt. Wenn wir dieses Bild übertragen auf die organisationale, Perspektive, also auf Unternehmen, dann kann man hier ähm, das gleiche Bild anwenden und die Resilienzfaktoren, die zum Menschen gebildet werden, durch Managementsysteme ersetzen. Managementsysteme, die am Ende auch Fähigkeiten ausbilden in einer Organisation, um resilient zu sein. Beispielsweise das Incident-Management, wie kann eine Organisation eigentlich auf Störungen reagieren? Das Krisenmanagement, wenn also die, ähm, das Ereignis schwerwiegender ist, dann, ähm, wie kann eine Organisation, ihr Unternehmen, ihre Institution darauf reagieren im Krisenmanagement? Schafft es, ähm, bringt es die richtigen Köpfe an die richtige Stelle? Ähm, schafft es eine gute Zusammenarbeit, um alle ähm, Seiteneffekte vom, von Krisen eben lösen zu können? Ähm, jetzt können wir jedes einzelne Managementsystem durchgehen, ähm, aber die Gesamtheit dieser Managementsysteme und die Ausprägung, die ein Unternehmen hat, kann am Ende. Dazu führen, dass die Resilienzfaktoren so ausgeprägt sind, dass man eine resiliente Organisation schafft. Und wenn wir uns anschauen, wie beispielsweise eine Ausprägung aussehen könnte, ähm, könnte es zum Beispiel so aussehen, dass ähm, ja, ein ähm, im Risikomanagement eine, ihre Organisation sehr stark ist, genauso wie bei Arbeitssicherheit, Auslagerungsmanagement. Also man schafft es auch, externe Unternehmen so einzubinden, dass sie Anforderungen erfüllen, die die eigene Organisation hat. Ähm, Allerdings kann es auch Schwächen geben, wie beispielsweise hier jetzt dargestellt im Incident Management, Krisenmanagement, Business Continuity Management. Also alles das, was so einen sehr stark reaktiven Part hat, könnte beispielsweise ähm, ja, mit einer geringen Ausprägung dazu führen, dass eben Stressoren Angriffs, die Angriffsfläche vergrößern und Unternehmen nicht resilient am Ende ähm, auf bestimmte Umstände reagieren. Wir sollten also festhalten, ähm, es gibt verschiedene Managementsysteme, die Resilienzfaktoren Ihrer Organisation positiv beeinflussen und Ihre äh, Institution also resilienter machen, beziehungsweise ähm, wenn diese nicht gut ausgeprägt sind, weniger resilient ähm, erscheinen lässt. Mit der Herleitung, die sehr nah an dem ähm, ersten Vortrag von Herrn Lehmann ähm, dran war, gehen wir jetzt in das Thema äh, integrierte Managementsysteme, beziehungsweise die Frage, die man stellen muss. Ähm, ja, welche, wie baut man die Managementsysteme auf? Möchte man hier mit Insellösungen herangehen oder möchte man einen integrierten Ansatz fahren und ähm, durch eine gemeinsame Vision, durch äh, eine gewisse Unternehmenskultur, die äh, auch den Wissensaustausch und den Austausch von Informationen und das Teilen von Ressourcen ähm, nutzt? Diese Folie, die ähm, gerade aufliegt, stellt also die Frage, wie möchte man die Resilienz erreichen? Ähm, was kann man dafür machen? Die Frage, ob man also mit Insellösungen ähm, herangehen möchte oder integrierte Ansätze nutzen möchte, um Managementsysteme zusammenwirken zu lassen. Und was wir häufig sehen ist, dass Managementsysteme eben aus der Historie heraus, weil sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf unterschiedlichen Druck entstanden sind, ähm, ähnlich wie Inseln, die aus vulkanischer Aktivität beispielsweise entstehen, ähm, historisch einzeln entstehen und eine Schnittstelle zwischen diesen eben nicht geschaffen wird. Dabei bietet es ein, ein, äh, durchaus einen Vorteil, wenn man Schnittstellen ähm, direkt nutzt und Managementsysteme zusammenarbeiten ähm, lässt. Häufige Probleme, die eben aus diesem Separatismus ähm, hervorgehen, aus dieser Insellösung sind, dass beispielsweise Meldeketten, Alarmierungswege nicht synchronisiert sind. Wenn wir hier auf das Beispiel ähm, fürs Incident Management ähm, oder fürs Business Continuity Management eingehen oder auch ähm, zur Arbeitssicherheit, da gibt es meistens verschiedene Meldeverfahren, verschiedene Meldungen, die unterschiedliche Wege nehmen. Und wenn diese nicht synchronisiert sind, kann es dazu führen, dass es ganz unterschiedliche Perspektiven äh, auf Ereignisse gibt oder dass. Dass bestimmte Ereignisse gar nicht äh, am Ende in der Meldekette landen und ähm, ein Managementsystem wie zum Beispiel das Business Continuity Management abgehangen wird. Ähm, heißt hier, Meldeketten und Alarmierungswege zu synchronisieren, ähm, bietet den Vorteil, dass alle am Ende die richtigen Informationen an die richtige Stelle geleitet bekommen. Es entstehen häufig redundante Aufwände und Kosten. Gerade im Thema ähm, beispielsweise Risikomanagement werden ähm, ja, verschiedene Tools eingesetzt, um Risiken zu erheben. Ähm, Beispiel GRC Tools. Es kann dazu führen, dass wenn unterschiedliche Managementsysteme mit eigenen Anforderungen an GRC-Tools herangehen, also ähm, Governance, Risk and äh, Compliance Tools ähm, dass dann verschiedene Tool-Hersteller genutzt werden, was natürlich extreme Aufwände und Kosten verursacht. Ähm, idealer ist, wenn dort praktisch äh, zusammengearbeitet wird und gemeinsam eine Anforderung: Was soll eigentlich so ein Tool für uns äh, schaffen? Hergestellt werden, um eben diese redundanten Kosten und Aufwände ähm, zu vermeiden. Widersprüchliche Definition, das ist etwas, womit wir im Alltag sehr häufig zu tun haben. Gerade wenn wir ein Business Continuity Management aufbauen, gibt es die, die Definition des Notfalls. Ähm, Notfall klassisch im BCM ist, dass ein zeitkritischer Geschäftsprozess ausgefallen ist und ähm, Probleme hat, direkt wieder anzulaufen. Ähm, gleiche Definition oder ein ähnliches Wording verwendet aber auch die Arbeitssicherheit oder Health Security und Environment. Wenn Sie vom Notfall sprechen, sprechen Sie dann aber von einem medizinischen Notfall. Und solche Definitionen glatt zu schleifen und sich auszutauschen, was meint man eigentlich wann, ähm, hilft in einer Organisation auch vom gleichen am Ende zu sprechen. Redundante Dokumentation und Reportings ähm, ist ein Thema, was, ähm, ja, ich glaube, jeder kennt. Es äh, werden bestimmte Regelwerke aufgesetzt, Anforderungen ähm, gestellt, die in Einzeldokumentationen aufgeführt werden. Ähm, diese ja, sind in diesen Insellösungen dann teilweise sogar mehrfach dokumentiert. Ähm, genauso das Reporting an die übergeordnete Stelle, dass man dort Einzelreportings aufsetzt, die sehr viel Zeit kosten, ähm, eben ein Thema, was bei diesen Insellösungen besteht. Und der Überblick über Risiken ähm, ist meist kein einheitlicher. Wir sind gerade schon im Thema äh, GRC-Tools äh, auf Risiken eingegangen als Beispiel. Aber auch die Vergleichbarkeit von Risikowerten. Wenn also im Business Continuity Management eine andere Risikomatrix verwendet wird als in der Informationssicherheit oder im generellen Risikomanagement, dann führt es zu den Problemen, dass am Ende gar keine vergleichbaren Werte herauskommen. Und ja, im Rahmen dieser Insellösung, die eben nicht verbunden sind, ist das ein Thema, was auch zu Problemen führt. Gehen wir auf die möglichen Lösungsansätze, die uns ein integriertes Managementsystem dort bietet. Wir wollen, ähm, oder ich werde in diesem Vortrag auf drei mögliche Themen eingehen, drei Facetten, drei Ansätze, die genutzt werden können. Das ist ähm, einmal die einfache Integration, also wie können wir einfach Themen miteinander verbinden. Die Integration über Schnittstellenthemen. Hier werden wir auch wieder aufs Risikomanagement eingehen. Also, welche Schnittstellenthemen könnten eigentlich genutzt werden, so dass verschiedene Managementsysteme zumindest in diesen Bereichen zusammenarbeiten können? Und ähm, zuletzt die komplexe Integration. Also das Thema. Welche Managementsysteme können eigentlich wie zusammenarbeiten? Äh, Und Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie ein ähnliches Thema bereits in Ihrer Organisation ähm, unternommen haben oder ähnliche Integrationen vorgenommen haben, dort Ihre Erfahrung zu teilen. Ähm, wir haben auch einiges an Erfahrungen in, in diesem Bezug, haben einiges äh, äh, bei Kunden bereits gesehen. Ähm, deswegen sind all diese drei Ausprägungen. Etwas, was ähm, ja, gut genutzt werden kann und am Ende zu unterschiedlichen Ausprägungsgraden führt. Gehen wir zunächst auf die einfache Integration ein. Ähm, als Beispiel nehme ich jetzt hier mal das Informationssicherheitsmanagement und das Business Continuity Management. Ähm, die beiden lassen sich sehr gut ineinander integrieren, haben mehrere Prozesse, die harmonisiert werden können zwischen diesen, be äh, zwischen diesen beiden. Und ähm, ja, die verschiedenen Ausprägungen oder die verschiedenen Prozesse würde ich hier mal aufführen, die ähm, sich dabei integrieren lassen. Also wir haben ein, äh, was wir häufig vorfinden, ist ein gut ausgeprägtes Informationssicherheitsmanagement ähm, und ein Managementsystem, was erst noch geschaffen werden soll, also das Business Continuity Management in diesem Fall. Was sich gut verwenden lässt, ist äh, die Aufbauorganisation. Das ISMS hat äh, meist bereits einen Beauftragten, der ähm, verschiedene Teilnehmer in äh, den Fachbereichen hat, die so als Multiplikatoren dienen. Ähm, diese Struktur lässt sich an sich nutzen und besonders initial zum Aufbau oder zum, zum Heranziehen, zu, ähm, zum Schlagen dieser Brücke zum BCM nutzen, um erstmal... Ähm, ja, auf gleiche Strukturen zurückzugreifen. Genauso gilt das für die Dokumentation. Meistens ist bereits eine Leitlinie entstanden, es sind Richtlinien entstanden, die in ja, ähnlicher Art und Weise funktionieren und die hier auch genutzt werden können. Interessengruppen, das Informationssicherheitsmanagement hat meistens schon analysiert, welche Interessengruppen bestehen eigentlich, welche Anforderungen werden von diesen an unser Unternehmen gestellt und auch hier kann zusammengearbeitet werden, weil die Informationssicherheit schaut aus äh, ihrer Perspektive, also auf die Sicherung von Informationen und wie müssen sie gesichert werden? Das BCM dann vor allem auf die Verfügbarkeit, liegen beide Themen relativ nah beieinander und äh, lassen sich also auch ähm, gemeinsam betrachten in Bezug auf die Anforderungen der Interessengruppen. Man kann gemeinsame Anforderungen erstellen. Man hat zum Teil Anforderungen, die sich widersprechen können. Beispielsweise hat man im BCM das Ziel, so schnell wie möglich einen Notbetrieb aufzubauen. Kann dazu führen, dass man Interessen der Informationssicherheit eben in diesem Moment nicht fahrt. Hier gemeinsame Anforderungen zu erstellen, gemeinsam zu überlegen, wie wollen wir eigentlich im Notfall auch unsere Informationen schützen, führt dazu, dass man... Ja, ein, ein besseren Notbetrieb oder einen gesicherteren Notbetrieb erreicht, ohne dass man Gefahr läuft, am Ende ähm, vielleicht sogar in eine Krise zu kommen, weil man eben nicht darauf geachtet hat, wie man mit Informationen umzugehen hat in diesem Moment. Die Schutzbedarfsfeststellung und die Business Impact Analyse ist etwas, was wir in High Solutions mittlerweile sehr gerne machen, dass wir sie zusammenlaufen lassen. Also, dass man die Ansprechpartner aus den Fachbereichen, die man in diesem Moment konfrontiert, mit der Frage, wie, was ist der Schutzbedarf deiner Informationsassets und welche Verfügbarkeitsanforderungen stellt euer Business eigentlich? an sich selbst und auch an die Informationsassets ähm, bzw. die, die IT-Assets. Und über diese beiden Analysen, diese beiden zusammenzubringen, ähm, schafft man gute Synergien und vor allem ist man ressourcenschonender unterwegs, ähm, weil eben Ansprechpartner nicht doppelt und dreifach mit einem System, mit einer Methode konfrontiert werden müssen, sondern eben das Ganze in einem, ähm, in einem Abwasch machen können. Die Strukturanalyse, hier gehen wir jetzt zwar eher aufs ähm, IT-SCM ein, aber auch das ist etwas, was sich der Analyse anschließt. Ähm, also wenn man herausgefunden hat, was für ein Schutzbedarf besteht eigentlich zu unseren Informationsasset und welche Verfügbarkeitsanforderungen haben sie, muss das natürlich heruntergebrochen werden auf die ähm, darunterliegenden Ebenen in der, in der IT. Heißt auch hier bei der Strukturanalyse lässt sich durchaus zusammenarbeiten, sodass beide Interessen aus Informationssicherheit und eben Business Continuity zusammengelegt werden. Über Risikoanalysen werden wir gleich noch äh, intensiver sprechen, äh, aber auch Risikoanalysen lassen sich zusammen durchführen und vor allem in der Methodik ähm, angleichen, sodass die Fachbereiche von einer ähnlichen oder gleichen ähm, Risikomatrix ausgehen können und eine gleiche Bewertungsebene äh, eingezogen wird. Awareness-Maßnahmen sind meistens ähm, Themen, wo die Informationssicherheit sehr, sehr stark ist, wenn man äh, auf das Thema Clean Desk beispielsweise eingeht. Da gibt es sehr kreative Ansätze, die aus der Informationssicherheit kommen, ähm, die aber in gleicher Art und Weise auch vom Business Continuity Management genutzt werden können und die dazu führen, dass mit dieser Verbindung beider Themen ähm, das Business Continuity Management stärker wird in dem Thema Awareness, dass Awareness-Maßnahmen auch gleich, äh, gemeinsam durchgeführt werden. Ähm, ja, ein schönes Thema, wo schöne Synergien genutzt werden können, wenn eben die Beauftragten der beiden Managementsysteme zusammenarbeiten oder es gleich als integriertes Managementsystem funktioniert. Und nicht zuletzt dann auch das Reporting. Um, also die uh, management reviews die an das management gerichtet werden lassen sich hervorragend zusammenführen und wenn wir uns diese, diese masse an um, möglichkeiten ansehen die jetzt zwischen diesen beiden managementsystemen bestehen dann um, sieht man hieraus sehr gut wie eben diese integration funktionieren kann wo schnittstellen gebildet werden können um von der einen insel informationssicherheitsmanagement die andere insel Business Continuity Management so zu stärken und so zu verbinden über eine Brücke, dass am Ende auch die Resilienz davon positiv beeinflusst wird. Das zweite, der zweite Ansatz, die Integration über ein Schnittstellenthema. Wir haben hier mal das Bild gewählt, weg von der Insel hin zum Bergsteigen, das gegenseitige Unterstützen in einem bestimmten Thema, was hier jetzt das übergeordnete Risikomanagement ist. Also Management ähm, ein Management von Risiken, in dem gemeinsam bewertet wird von verschiedenen Bereichen. Auch hier haben wir jetzt verschiedene Themen, die zusammengeführt werden können. Wir müssen uns hier also verschiedene Managementsysteme äh, vorstellen, die im Ri also die Risiken erheben. Auch hier können wir wieder das BCM, Informationssicherheit, ITSCM heranziehen, Datenschutz ähm, und viele mehr, in denen eben dieser adaptive Faktor äh, der äh, antizipative Faktor ähm, von der Resilienz genutzt wird, also Risiken ermitteln und diese bewerten. Als erstes wäre dann äh, in dem Fall mit einer gemeinsamen Methodik Risiken zu identifizieren, also eine Risikoidentifikation. Das kann über verschiedene Themen erreicht werden, beispielsweise separate Risikoanalysen, die durchgeführt werden, Audits, die durchgeführt werden in den Managementsystemen, ähm, Schwachstellenanalysen oder auch Inzidenz, also Realfälle, die ähm, erst ein Risiko so richtig auf die Landkarte setzen. Es gibt da viele weitere Möglichkeiten, wie Risiken am Ende eigentlich in dieses System hineinkommen, in ein übergeordnetes Risikomanagement. Was dann geschehen ähm, muss, ist, dass man in einem zentralen Risikoinventar diese Risiken zusammenlaufen lässt. Heißt, dass alle Managementsysteme, alle Beauftragten, die ein Risiko erfasst haben, eine Übersicht oder ähm, die Risiken erfassen, eine Übersicht darüber haben, welche Risiken bestehen eigentlich und bei welchen Risiken habe ich eventuell mit meinem Managementsystem. Einen, einen Anteil heißt, ähm, die Risikobewertung muss durch die Experten gemeinsam durchgeführt werden, sobald dieses Risiko im, im zentralen Inventar aufkommt. Es gibt einige Risiken, die sowohl für die äh, für Informationssicherheit als auch für das BCM beispielsweise gelten. Oder für den Datenschutz und Informationssicherheit. Und die, der Vorteil, der sich daraus ergibt, ist, dass eben keine Risiken doppelt und vor allem keine Risiken mehr mit einer unterschiedlichen Bewertung aufkommen, die also im Reporting ähm, bei dem, beim Management aufkommen mit, ähm, wir haben das von der Informationssicherheit anders gehört als vom Datenschutz. Und ähm, ja, über diese Integration über dieses Schnittstellen-Thema Risikomanagement schafft man eben auch eine gewisse Harmonisierung. Anschließend lässt sich eine gemeinsame Risikostrategie formulieren. Wie will man also damit umgehen? Welches Managementsystem möchte hier in, äh, in Führung gehen? Ähm, und wie soll das von der Gesamtorganisation bewältigt werden, ähm, beziehungsweise damit umgegangen werden? Und nicht zuletzt wird das dann eben. Ähm, zusammengeführt in gemeinsame Maßnahmen. Heißt, es werden gemeinsame Maßnahmen entwickelt ähm, mit dem Vorteil, dass eben ähm, nicht aus vergleichbaren Risiken ähnliche Maßnahmen an den gleichen Fachbereich gestellt werden, sondern dass aus einem gleichen Risiko gleiche Maßnahmen mit ähm, einer besseren Begründung bzw. Äh, mehr Rücken, äh, Rückhalt bei den Fachbereichen dann am Ende ankommt. So viel zur zweiten Möglichkeit, also über ein übergeordnetes Risikomanagement als Schnittstellenthema, verschiedene Managementsysteme anzuflanschen und ähm, die Möglichkeit zu bilden, ein integriert vorzugehen, gemeinsam mit einer gemeinsamen Methodik vorzugehen. Für das dritte Thema müssen wir einen kleinen Exkurs nehmen über das ähm, Three Line of Defense Modell. Ähm, was ein gängiges äh, Modell ist, wahrscheinlich vielen von Ihnen auch schon bekannt ist. Ähm, dennoch wollen wir es hier nochmal ganz kurz anreißen. Ähm, es geht darum, dass drei Verteidigungslinien am Ende aufgebaut werden. Die erste ist, äh, First Line of Defense sind praktisch die Fachbereiche, also dort, wo die eigentliche Arbeit stattfindet. Ähm, die Fachbereiche setzen Vorgaben ähm, aus der Second Line um, ähm, bekommen dafür Methoden und Werkzeuge bereitgestellt. Sind dafür zuständig, die Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu überwachen und müssen selber eine Berichterstattung an die Second Line vornehmen. In der Second Line könnten dann integrierte Managementsysteme warten, beziehungsweise verschiedene Managementsysteme aufgeführt werden, die diese Vorgaben und Methoden, Werkzeuge erstmal initial erstellen und an die First Line übergeben. Sie sind aber auch dafür zuständig, dass am Ende überprüft wird, wie werden eigentlich diese Vorgaben, die wir gemacht haben, in der, von der First Line umgesetzt und ist das angemessen gegenüber den äh, Vorgaben bzw. Äh, gegenüber dem Ziel, was wir damit adressiert haben. Und nicht zuletzt äh, ist die Second Line dann berichtspflichtig in Bezug beispielsweise auf Risiken. In Richtung der Institutionsleitung, die hier jetzt rausgefallen ist aus diesem Three Line of Defense Modell, aber meist auf der über der Second Line wartet. Und dann haben wir die äh, dritte Verteidigungslinie, was ähm, klassischerweise die Revision ist, also die unabhängige Prüfung, wie effektiv ähm, werden eigentlich gesetzliche und regulatorische Anforderungen von uns, äh, von ihrer Institution umgesetzt und ähm, wie angemessen werden Risiken am Ende überwacht. Also die Überprüfung der Second Line of Defense. Mit diesem kurzen Exkurs gehen wir auf die dritte Möglichkeit, wie ein äh, wie integrierte Managementsysteme zu Resilienz führen können. Jetzt sind wir also weg von Inseln, ähm, die verbunden werden müssen über Brücken, auch weg von vom Bergsteigen, wo man sich gegenseitig ähm, absichert, wo man äh, wo man zusammenarbeitet, um den Berg zu besteigen. Wir sind ähm, jetzt mal abgehoben ins Weltall und haben hier wieder äh, die zwei Verteidigungslinien oder die drei Verteidigungslinien, hier nur zwei aufgeführt. Ähm, es besteht die Möglichkeit in der komplexen Integration, ein gemeinsames Board zu schaffen, in dem verschiedene Management-Systeme zusammenarbeiten. Wir nennen es hier jetzt mal das Resilience Board. Und ähm, in diesem Board äh, befinden sich jetzt verschiedene Managementsysteme, beispielsweise das ISMS, äh, interne Kontrollsystem, zentrale Auslagerungsmanagement, um hier mal die Abkürzung noch kurz zu, zu erklären, Datenschutz, Risikomanagement, BCM, aber auch Themen wie zum Beispiel Compliance können sich da drin wiederfinden und ähm, das Resilience-Board, Bietet die Möglichkeit, eine Austauschplattform, in der diese Managementsysteme gemeinsam an Methoden arbeiten, Vorgaben machen und eben Prozesse an diese Firstline ähm, rausgeben. Also über einen gemeinsamen Kommunikationsweg, über ein äh, abgestimmtes Verfahren an die Firstline herantreten. Und nicht zuletzt dann auch ein gemeinsames Reporting in Richtung der Organisationsleitung schaffen heißt mit dieser äh, komplexen integration schafft man es dass alle managementsysteme die man ähm, auch für, zum thema resilienz benötigt eng verzahnt werden sodass eben die größtmögliche äh, ausprägung und effektivität bei in diesen managementsystemen herrschen. wie das jetzt aussehen kann wie man das ähm, zusammenbringt weil es ein, ein sehr theoretisches konstrukt ist was mit vielen ähm, problemen behaftet sein kann will ich mal in die nächste Folie mit hineinbringen. Das Thema, wie kann man das machen? Man benötigt zunächst eine, ähm, natürlich ein Management-Commitment. Man soll ähm, die Resilienz schaffen über integrierte Managementsysteme, beispielsweise hier ähm, die Resilienz-Strategie, also das Ziel. Was soll eigentlich erreicht werden? Auf der zweiten Ebene dann... Beispielsweise eine äh, Resilience-Leitlinie, wo Aufbau- und Ablauforganisation beschrieben wird und beschrieben wird, ähm, welche Managementsysteme eigentlich hier zusammenwirken sollen. Also, wer soll wie was erreichen? Ähm, in der Strategie, um kurz nochmal zurückzuspringen, ähm, sollten dann beispielsweise auch Grundsätze, die gerade Herr Lehmann aufgeführt hat, wie äh, Adaptivität, äh, Antizipation, Regenerationsfähigkeit oder Robustheit, können dort hervorragend integriert werden um eben ähm, das Ziel nochmal zu schärfen. Was möchten wir eigentlich damit erreichen? Und auf der Ebene der Second Line sind dann eben abgestimmte Prozesse, ähm, Anforderungen und Verfahren, also wie konkret sollen diese Ziele erreicht werden, zu definieren und dann an die First Line zu übergeben, also in den Betrieb ähm, zu übergeben, so dass diese dann umgesetzt werden. Das ist eine Möglichkeit, wie eben... Ähm, ja, diese integrierten Managementsysteme bzw. die komplexe Integration funktioniert. Gehen wir noch kurz auf die Vorteile ein, die so ein integriertes Management-System nun, äh, nun, nun vereint. Ähm, es sind eine Vielzahl von Vorteilen. Vorhin hatten wir die ähm, Probleme, die durch die Insellösungen entstehen, äh, aufgeführt. Jetzt gehen wir, drehen wir also dieses Bild einmal um ähm, und gehen mal auf einige Punkte ein. Ähm, schlankes und ressourcenschonendes Management. Ich hoffe, ich habe es genug betont. Ähm, wir haben ein oder wir sehen in vielen unserer Projekte ein Problem darin, dass eben die Ressourcen auf der Second Line Ebene ähm, für uns noch vorhanden sind. Dass also es bestimmte Beauftragte gibt, die sich ähm, mit der Entwicklung weiterer Themen beschäftigen können. Aber ein Ressourcenthema meistens in der First Line entsteht. Heißt, Fachbereiche, die ähm, überlastet sind aufgrund der vielen Anforderungen, Fehler verschiedener Managementsysteme, die nicht in abgestimmten äh, Verfahren auf sie zukommen. Ähm, das meint also schlankes und ressourcenschonendes Management. Man kommt also in der First Line ähm, dazu, dass man weniger Ressourcen bindet bzw. einheitlich hervorgeht in dieser Ressourcenbindung. Dadurch reduziert man auch Kosten. Da hatten wir vorhin das Beispiel des GRC-Tools. Ist ein theoretisches Konstrukt, dass dort verschiedene Tools am Ende eingesetzt werden, obwohl wir es auch häufig sehen. Aber auch die Reduzierung der internen Kosten aufgrund dessen, dass eben Ressourcen weniger belastet werden. Die Nutzung von Synergien ähm, ist ein schöner Punkt. Wir hatten es vorhin mit der Bier- und der Schutzbedarfsfeststellung, also Business Impact Analyse Schutzbedarfsfeststellung, dass hier gut zusammengearbeitet werden kann. Und ähm, weitere Themen wären beispielsweise Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen. Wenn wir also diese verschiedenen Managementsysteme nehmen und schauen, was ist eigentlich der Schulungsbedarf und kann man diese äh, in, in, in einer Schulung zusammenfassen oder in Sensibilisierungsmaßnahmen zusammenfassen, dann lässt sich das sehr gut. Ähm, ähm, ja, vereinen, weil ein ähnliches Zielbild in Richtung der Resilienz besteht und ähm, ähnliche Themen dort aufgearbeitet werden können. Über das einheitliche Reporting und Management Review hatte ich äh, bereits ausreichend gesprochen, genauso wie über den Dokumentationsaufwand, der natürlich verringert wird. Ähm, einheitliche Begriffe und Definitionen, die am Ende dazu führen, dass auch die First Line ein viel besseres Verständnis dafür ähm, sich verschafft, was, was will eigentlich ein Ansprechpartner von mir? Was will ein Managementsystem von mir, wenn es davon spricht, dass hier ein Notfall ausgerufen werden muss? Ist denn jemand zu Schaden gekommen oder äh, bedeutet Notfall tatsächlich, äh, dass ein Geschäftsprozess ausgefallen ist? Ein schönes ähm, Thema oder einen, einen schönen Vorteil bietet auch die Zertifizierung, dass man äh, Managementsysteme gleich gemeinsam in eine Zertifizierung bringt und dadurch auch ähm, wieder Kosten reduzieren kann, die in Richtung der Auditoren äh, aufkommen. Ähm, heißt, da hat auch Aufwände äh, reduziert für sich, für andere, für Dritte ähm, und eben auch eine, eine Zertifizierung am Ende erreichen kann. Gut, und den Rest habe ich glaube ich, hinreichend genannt. Also Vermeidung von Doppelaufwänden und das äh, zentrale äh, Risikomanagement, was darüber abgebildet werden kann, also die Vergleichbarkeit von Risiken, sind eben weitere Vorteile. Jetzt will ich das Thema nochmal verbinden in Bezug auf ähm, Resilienz. Also was trägt das äh, integrierte Management-System jetzt am Ende zur Resilienz bei? Ähm, am Ende ist Resilienz eine Fähigkeit, die sich wie, wir, äh, wie ich vorhin gezeigt habe aus verschiedenen resilienzfaktoren zusammensetzt und diese resilienzfaktoren werden über einzelne managementsysteme ähm, gebildet die eben wenn sie integriert funktionieren mit synergieeffekten ähm, ausgestaltet werden und damit die resilienz mit einer möglichst hohen effektivität erreichen und das ist das was die, das integrierte managementsystem oder die verschiedenen ansätze die ich heute vorgestellt habe ähm, erreichen können. Also äh, möglichst effektiv die Resilienzfaktoren zu stärken, aufzubauen und eben ähm, Managementsysteme in einem möglichst hohen Reifegrad abzubilden. Dafür müssen wir trotzdem noch mal einen kleinen Schwenk nehmen. Ähm, Flexibilität und Zusammenarbeit ist am Ende das Thema, ähm, woraus sich diese die Resilienz zusammensetzt. Äh, auf den Bildern hier haben wir jetzt ähm, den Grund, warum die Dinosaurier ausgestorben sind, ähm, beziehungsweise ja den fakt dass dinosaurier ausgestorben sind weil sie eben nicht flexibel auf einen bestimmten umstand also den meteoriteneinschlag reagieren konnten oder die umweltfaktoren die sich aus diesem ergeben haben Anders war das äh, mit den Säugetieren, die sich durchaus ähm, aufgrund ihrer, ihres äh, Lebensumfeldes zurückziehen konnten und die wideren Umstände äh, dieses Eigenes überlebt haben. Aber auch die Zusammenarbeit, ein Vorteil, den wir als Menschheit generell, ähm, der uns Vorteile bietet in der Evolution, ist das Thema Zusammenarbeit. Jeder von uns, jeder von Ihnen hat ein bestimmtes Fachgebiet, in dem er, in dem er gut ist. Und durch Zusammenarbeit kann sich das eben veredeln, so wie Herr Lehmann das auch in dem Vorigen Vortrag schon genannt hat, heißt die Resilienz kann über Zusammenarbeit verschiedener Managementsysteme, über die Integration verschiedener Managementsysteme ähm, durchaus erreichen lassen. Dafür muss aber auch eine gewisse Kultur geschaffen werden, also äh, eine unterstützende Unternehmenskultur geschaffen werden, die ähm, dies bedingt. Was wir häufig feststellen eben bei diesen Insellösungen ist auch, dass Arbeitsergebnisse zwischen Managementsystemen beispielsweise nicht geeignet mehr geteilt werden, dass nicht mitgedacht wird für andere. Ähm, Bereiche für andere Managementsysteme, wie, ähm, wie die Ergebnisse noch genutzt werden können, wie man diese noch veredeln kann, wie man sie noch weitertreiben kann. Und dafür muss es eben ähm, diese Austausch, äh, Austauschplattform geben, die äh, Kultur geschaffen werden, dass eben Informationen und Wissen am Ende auch geteilt werden und ähm, ja, bestmöglich eingesetzt werden. Damit kommen wir jetzt auch zum Fazit. Ähm, Resilienz. Durch integrierte Managementsysteme. Es lassen sich also beide, oder beide Ansätze sinnvoll zusammenführen. Ich hoffe, das habe ich über den Vortrag äh, ausreichend dargestellt. Nichtsdestotrotz muss man auch betonen, ähm, dass Resilienz natürlich auch anders geschaffen werden kann. Ich habe jetzt hier die Insel-Thematik ähm, oder die Insellösungen ähm, sehr stark rausgetrieben, aufgrund dessen, dass es um integrierte Managementsysteme geht. Allerdings ist es natürlich möglich, auch über die Insellösungen ähm, mit weniger Effektivität wahrscheinlich, die Resilienz am Ende zu erreichen. Trotzdem äh, ist das ein Punkt, den wir in unseren Projekten immer mitbringen, beziehungsweise äh, mitbetonen, dass man eben über die ähm, über die über das Bewusstsein dieser Schnittstellen und über das äh, gute Ausgestalten dieser, dieser Schnittstellen zwischen management Managementsystemen ähm, die Effektivität erheblich steigern kann. Und ähm, ja, dadurch auch eine Überlastung ihrer Institutionen äh, aufgrund dieser Vielzahl von Anforderungen eben vorbeugt. Ich bin gerne bereit, ähm, Fragen, Ihre Fragen zu diesem Thema jetzt zu beantworten, denn das ist auch schon das Ende dieses Vortrags. Dann gibt es eine Meldung, uh, Herr Feistel, bitte schön. Ja, vielen Dank. Ähm, Jens Feistl, mein Name, Informationssicherheitsbeauftragter der Dortmunder Energie und Wasser. Und äh, ich hätte mal eine konkrete Frage an Sie, ähm, Herr Schürmann. Ähm, was glauben Sie denn, wenn man so einzelne Managementsysteme hat, Datenschutz, Informationssicherheit ähm, sind da jetzt zu nennen, Compliance sind da zu nennen, wenn man die jetzt in einem integrierten Managementsystem zusammenfassen möchte? Was glauben Sie, wie lang ist denn die Reise, auf die man sich da begebt? Ähm, kriegt man das innerhalb von einem Jahr hin oder sind es eher bei drei Jahre oder ist das eher vergleichbar mit einem Marathon? Das heißt, wir reden da eben äh, über deutlich mehr als einen Horizont von drei Jahren. Bis man genau dieses, <laughs> dieses Reporting, was Sie auf der einen Folie sehr schön dargestellt haben, die ich finde, äh, tatsächlich erreicht hat und im Umkehrschluss natürlich dann eben auch auf der Firstline Line unten in den Fachbereichen tatsächlich auch für eine spürbare Entlastung äh, bezüglich des, äh, der Managementsysteme sorgt. Haben Sie da so einen groben Richtwert? Erfahrungswert? Ähm, ist natürlich äh, extrem abhängig davon, was man vorfindet, welche Unternehmenskultur äh, man vorfindet, wie, wie äh, nah oder wie fern sich diese Managementsysteme aktuell sind. Also, ich würde nicht äh, in, in, ähm, in Jahren jetzt äh, das ausdrücken können aber das Thema besteht, dass es eben ein rollierender Prozess ist. Welche Ausprägungsstufe man also nach einem Jahr erreicht hat über den Austausch, lässt sich nicht genau beziffern. Ich würde mal aber davon ausgehen, dass es, oder üblicherweise braucht man eben Jahre, um es zusammenwachsen zu lassen, aber man schafft es natürlich auf verschiedene Ausprägungsstufen und das kann man auch in kürzerer Zeit schaffen. Also beispielsweise, das, sich einem Thema anzunehmen, wie dem Reporting, das zu harmonisieren, und zu schauen, okay, welche, welche Punkte gibt es eigentlich, die aktuell noch widersprüchlich sind aus unseren Reportings und welche sind bisher noch nicht widersprüchlich? Und wie können wir diese zusammenbringen? Ähm, lässt sich auch schneller erreichen. Was wir machen können, ist die Frage ruhig in die ganze Runde der Referenten nehmen. Da sind ja einige, die äh, auch noch einiges an Jahren mehr auf dem Buckel haben an Erfahrung. Ähm, Marius Marcel, wenn ihr vielleicht noch eine Einschätzung dazu abgeben könnt. Ja, gerne. Ähm, Wobei es auch nur eine Ergänzung ist zu dem, äh, was der Herr Schimmern gesagt hat. Also natürlich, Basis natürlich davon der Reifegrad, äh, mit dem man da anfängt. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, man hat die Einzeldisziplinen eigentlich ganz gut im Griff, ähm, gibt es dann ja die verschiedenen Aspekte äh, der Integration, die man da hat. Also einmal hat das Reporting, was sozusagen einmal nach außen geht oder an die Geschäftsführung oder an weitere Stakeholder, bis hin zu, äh, wie es Herr Blaul auch schon geschrieben hat, dass man da wirklich in den Prozessen der ähm, Bia, zum Beispiel Bia, also Business das übrigens Analyse und Feststellung zusammenlegt, um da Synergien zu schöpfen und vor allem auch dann die Firstline ein wenig zu entlasten. Ähm, wir haben das schon öfters äh, mal gemacht, also die Erfahrungen zeigen eigentlich, dass man die äh, sag ich mal Quick Wins tatsächlich nach so einem ersten halben Jahr, so sprich Reporting-Angleichen, ähm, dann eigentlich gut erzielen kann. Und äh, eigentlich sozusagen die Zielgabe ist eigentlich, dass man innerhalb von zwei Jahren die Grundpfeiler aufgebaut hat. Dass man es ähm, bis dahin halt geschafft hat, dass man die äh, grundlegenden Abläufe und ähm, Schnittstellen ähm, da vielleicht noch nicht ganz harmonisiert hat, aber aufeinander abgestimmt hat und dass man halt sozusagen von dort aus im Rahmen des pdc zyklus einfach immer weiter lernt und ähm, auch dann weitere Synergieeffekte auch findet. Ein Beispiel wäre, wir haben das bei einem Unternehmen, das ähm, Risikomanagement äh, angefangen zu harmonisieren und da haben wir erstmal bei den Grundlagen ähm, angefangen und haben gesagt, na gut, ähm, es gibt jetzt ganz viele verschiedene ähm, Disziplinen, ISMS, BCM, äh, Compliance, Datenschutz und jeder hat irgendwie seine eigene ähm, Risikobewertungsmatrix, also heißt Eintrittswahrscheinlichkeit ähm, oder Schadenspotenzial, haben die ganz viele, jeder seine eigene Stufe und seine eigene Einschätzung und ähm, sozusagen wenn man halt damit halt schon mal anfängt das zu harmonisieren ergibt sich der Rest so im Prozess in der Abstimmung dann tatsächlich dann mehr oder weniger von alleine aber tatsächlich ist es so wenn man halt wirklich diese einzelnen Inseln da sieht jeder hat im Prinzip seine eigene Währung und seine eigenen ähm, Vorstellungen wie etwas zu funktionieren hat wenn man erstmal man fängt erstmal an sozusagen eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und äh, ein gemeinsames Wertesystem und das kann man innerhalb von motivierten Kollegen, <laughs> hohen Reifegrad in Einzeldisziplinen innerhalb von einem Jahr gut hinkriegen. Und dann der Rest ergibt sich dann aus dem PDCA-Zyklus, sodass man sagen kann, nach zwei Jahren ist man schon richtig auf einem guten Weg. Und ähm, der Rest, das Feintuning, wie bei jeder Einzeldisziplin auch selber, das ergibt sich dann erst über die Jahre und die Erfahrung. Okay, vielen Dank. Gerne. für die Frage, Herr Festel. Hm? vielleicht noch ganz kurz ergänzend äh, der Grund, warum dieses Bild keine, keine schöne Brücke zwischen oder keine, keine befahrbare Brücke zwischen zwei Inseln ist äh, es kommt immer auf den Reifegrad an, ähm, den man erreichen möchte und beispielsweise diese Brücke zeigt das mal auf ähm, da lässt sich noch etwas machen es ist noch relativ gefährlich drüber zu gehen es wird wahrscheinlich nur einzelne Themen verbunden haben ähm, mit der Zeit das dann eben im Reifegrad höher zu treiben sodass beispielsweise sie befahrbar ist äh, sicher begeber mindestens ähm, sind so Themen die dann äh, ab Höhe äh, rollierend dazukommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bis dahin.